So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer wunderbaren weiteren Ausgabe von The Crew Motorfest. Es steht ein neuer Summit an, weil die japanischen Wochen sind bald abgeschlossen und zum Ende wird nochmal Original Rice Paddy gefeiert und ein bisschen Honda gefeiert. Ne? Schön bisschen Rice Cracker, da das klingt nach einer guten Idee. Bevor wir das aber machen, habe ich irgendwie Pier auf jeden Fall was abzuholen. Wunderbar, gegen andere Fahrer antreten haben wir eine Belohnung. 5 Legendenpunkte, die werden wir gleich mal schön reinballern und natürlich auch den letzten Summit noch abschließen, weil da haben wir nämlich auch noch ein paar Sachen, die wir bekommen. Wir ballern jetzt aber mal ganz kurz unsere Legendenpunkte rein, die wir gerade schön bekommen haben. Und ja, die beiden habe ich jetzt schon maxed out, wie ihr seht. Die gehen jetzt bei Fahrzeugen so nach und nach die Dinger alle mal voll geballert, bis wir da auch irgendwo maxed out sind. So, wir gehen mal auf Aktivitäten, weil, wie gesagt, Summit wurde abgeschlossen. Wir gehen aber erstmal zur Custom Show, weil da können wir erstmal die aktuelle abschließen. Da haben wir ja habe ich unseren wunderbaren Evo 10 eingereicht. Und das ist auch eine der neuen Bugfixes. Das Spiel hat ja ein größeres Update jetzt bekommen, wo einige Sachen gefixt worden sind. Und eine der Sachen ist zum Beispiel das eingereichte Auto, was man in der Custom Show eingereicht hat. Das sieht man jetzt auch endlich, weil sobald man ein Auto eingereicht hatte, wie das hier, seht ihr nicht mehr euer Fahrzeug. Und dann könnt ihr aber auch nicht mehr sehen, wie viele Leute abgestimmt waren. In dem Fall einer, ich also. Aber das dürfte trotzdem, dafür Custom Show ist beendet. Ja, okay, abstimmen. Ich würde gerne meine Belohnung abholen. Wie mache ich das jetzt nochmal? Hallo, Spiel. Anmeldung. Glückwunsch. Ah, da, wunderbar. Jetzt hat's geklappt. Da, du hast Platin in der Custom Show erzielt mit einem Like. Nehmen wir mal einen Like, habe ich Platin erzielt. Deswegen momentan noch mitnehmen. Wie gesagt, die meisten Leute wissen einfach gar nicht, dass es existiert, diese Custom Show. Und es ist eigentlich recht easy reinzukommen. Ihr seht, 50.000 XP gibt es dafür, 50.000 Bucks, Teile von 100X und nochmal Rallye-Streifen für die Scheibe. Wenn einem das gefällt, kann man das, kriegt man das halt auch. Aber es ist einfach nice to have, weil, wie gesagt, bedient nicht viel Aufwand, das Ganze mitzunehmen. Selbst bei Silber und Bronze würde man immer noch krassen Stuff bekommen. So, wir wollen uns natürlich noch nicht anmelden, weil wir haben noch kein weiteres Fahrzeug. Jetzt holen wir erstmal kurz beim Summit ab und gucken mal, wie weit wir da angekommen sind. Ich bin geworden, vielleicht Silber oder Bronze oder so Kram. Bronze, wunderbar. Es war ein Drift-Summit, sind wir mal ehrlich. Ich bin happy mit allem, was ich bekommen kann. Dementsprechend nehmen wir das einmal wunderbar mit. So, Dankeschön. Gut, es steht der letzte Summit von den Japanern jetzt an, nämlich, wie gesagt, Original Rice Paddy. Und als Belohnung gibt es diesen wunderbaren Honda SW1000 Kamea Hadar Edition und die wunderbaren grünen Flügel. Beides ziemlich cool, muss man sagen. Und da gehen wir doch mal einfach wunderbar rein. So, was gibt es denn oben? Wir kriegen hier noch XP. Hier gibt es noch ungewöhnlichen polygonarmen Rauch und am Ende nochmal ein legendäres Teil plus 100.000 Punkte, das Ganze. Und wir brauchen Honda NSX Certificate Type R. Okay, gucken wir doch mal ganz kurz. Was kostet denn das Bundle? Hat Papa genug Kohle? Kostet eine Mille, wollt ihr mich verarschen, Alter? Ja, Papa hat nicht genug Geld. Auf gar keinen Fall habe ich genug Geld dafür. Heißt, wir müssten eins. Heißt, wir schließen so ein bisschen den Summit ab. Also, wir machen heute ein bisschen was. Ich muss mir überlegen, welches. Wo? Warte mal, da Motorrad, da haben wir ja was für. Civic, NSX, NSX. Also, die CBR würde ich mir erstmal schenken. Und ich würde mir erstmal den NSX oder den Civic holen. Den NSX brauche ich eher für die ganzen Sachen. Da muss ich das Motorrad-Ding ja nochmal einzeln nachholen. Weil ich bin übers Wochenende nicht da, deswegen kommt das Video jetzt. Ich weiß gar nicht, wann das Video kommt. Ne, das kommt Freitag, stimmt. Ich bin übers Wochenende aber weg, deswegen muss ich den Summit halt jetzt wieder vorziehen, weil ich das nicht hinkriege. Problem ist halt natürlich, dass ich hier die Sachen, dann müssen wir mal gucken, wie ich es angehe. Egal. Den NSX kaufen wir uns aber mal, weil der kostet 30.000. Die haben wir. Was kostet der Civic? Nur mal ganz kurz gucken, dass ich mal ganz kurz einen Vergleich habe. Der Civic kostet 420.000. Warum sind die alle so scheiße teuer? Aber wir haben ja einen Civic. Ich habe ja den. Doch, wir haben einen Civic. Ich habe ja den von dem Zusatzpaket da. Von dem. Ihr wisst, was ich meine. Heißt, ich kaufe nur einen NSX und dann müsste die Civic Events eigentlich auch fahren können. Dann kaufen wir uns einen wunderbaren NSX, würde ich mal sagen. Komm, machen wir mal rot. Wir kaufen den einmal bitte in rot. Dankeschön. So, gekauft. Here we go. Wunderschön. Einmal im Besitz. Perfekt, jetzt haben wir für den Summit alles Nötige. Und wir gehen mal rein ins erste Event. Aber wir haben. Nee, Civic, ich habe den Zähler anscheinend nicht. Ha. Weil ich habe ja einen Civic. Warum darf ich meinen Civic nicht fahren? Was ist das für eine Scheiße? Du hast ein eigenes Civic. Weil, wartet, ich kann es euch mal zeigen. Wir haben einen Civic. Das Spiel mich doch trollen, Alter. Da kriegst du extra als Vorbesteller so einen Civic und den kannst du dann nicht fahren, weil das Spiel sich denkt so: Nee, ist nicht den, den wir haben wollen. Weil, wo ist er denn? Sonst gehen Special Editions auch immer. Wo ist denn die Kiste jetzt hin, Mann? Wie sind wir das GTA 2? Warte mal. Mein Gott, ich hab's gleich. Ey, die ganzen Menüs verwirren mich manchmal. Das ist wirklich. Das User OS ist zwar besser als bei GTA 2, aber ich schaff's trotzdem, mich hier komplett zu verarschen, wenn ich drauf anlege. Meine Fresse. So, Marke. 5 Minuten Video drin, keinen Meter Fortschritt gemacht. So, da.
Die Fit Edition, aber anscheinend zählt der nicht. Anscheinend zählt der Fit Edition nicht. Ja, fuck off, dann nicht. Gut, dann mache ich halt mit das, was ich machen kann. Ist mir egal. Dann machen wir das, was wir machen können. Mir doch Bums. Aber ich hätte den S2000 gehen, aber den werde ich natürlich dadurch nicht kriegen. Dann gehen wir rein mit NSX oder NSX. Komm, gucken wir da mal rein. Da habe ich Bock drauf. Wir müssen mal gucken, ob ich auch Performance-Teile für das Ding genug rumliegen habe. 57, 57. Steuergerät habe ich nicht. Ich muss mir mal ganz kurz irgendwo ein Steuergerät leihen. Fällt mir gerade auf. Papa hat nämlich... Ja, ja, backen jetzt. Ich muss mir mal ganz kurz ein Steuergerät aus dem Stufe 2 Auto snacken. Wartet mal. Habe ich hier irgendwas mit Maxed Out? Da. So, verbessern. Ich brauche mal kurz ein Steuergerät. Das kannst du nachher wieder haben. So, gut, jetzt. Weil ohne Steuergerät keine Leistung, meine lieben Damen und Herren. So, jetzt nochmal. NSX vs. NSX. Aber wir machen natürlich auch Optik-Tuning vorher, weil das muss natürlich auch passieren. Ich finde aber geil, dass es halt mit Wise in Kombination mit Honda ist. P-Comedy, finde ich gut. So, wir gucken mal. Tuning-Teile. Was kann man da alles ändern an NSX? Schöne Einlässe. Carbonara. Der Einlass ist schön clean. Den Einlass finde ich schön clean. Ja. Ich wollte schon wieder sagen, wir bauen den Wagen clean, aber. Kann ich selbst nur drüber lachen. Bitterlich. Weil es auf keinen Fall so ist. Dieses Carbon-Scheinwerfer finde ich ein bisschen weird, bin ich ehrlich. Warum will ich da unten Zusatzleuchten drin haben? Also, das finde ich ja auch weird. Das ist geil. Okay, ich glaube, wir bauen doch clean, weil das ist echt. Gott, das hier schön einfach verlängerte Stoßstange ist sehr geil. Oh, bitte nicht zu viel aggressiven Kram. Nicht zu viel aggressiven Kram. Hör auf, ich will den Kram nicht sehen. Mal gucken. Das ist aber auch. Gilt das noch als clean? Das ist schon viel tief, ne? Clean wäre das hier. Wir machen das hier. Wir machen clean. Wir machen Mr. Clean. Kotflügel. Oh, guck mal hier. Oh, nur leicht verbreitert. Ja, geil. Das andere ist natürlich angenietet, ne? Uff. Boah, das ist schon viel breit. Ne, wir machen ein bisschen breiter. Wir machen ein bisschen breiter. Aber ich bin sehr froh, dass ich das Ding clean bauen kann, wenn ich es drauf anlege. Das ist doch. Mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Alle erwarten immer riesige Flügel, Breitbau, Geschmacksverirrung und den ganzen Kram. Tja, heute mal nicht. Heute mal die Ausnahme. Heute passiert das nicht in diesem Video. Ich hoffe immer noch auf ein Felgen-Update, weil alle Felgen in diesem Spiel meistens scheißen hässlich sind. Ich bin kurz davor, der Ivory Tiber da eine Mail zu schreiben. Ihre Felgen sind alle hässlich. Grüße, ein wirklich großer Fan von geilen Mehrteilern. Haben Sie das mal ausprobiert, neue Felgen hinzuzufügen? Wäre echt schön. Bitte. Danke. Jetzt einfach mal die hier. Hier, die Größe passt schon. So, kaufen. Gut. Jetzt Bremssattel machen wir noch nicht. Außenspiegel. Lassen wir mal im Original. Schwelle. Mit Einlass. Okay, ein bisschen tiefer. Das ist schick. Das finde ich auch immer noch. Gilt das noch als clean? Das gilt noch als clean. Das passt zur Frontlippe. Das gilt noch als clean. Das giltet noch. So, bisschen breiter. Warum haben wir hier 5 Varianten? Wo ist der Unterschied zwischen. Ach so, mit Carbon-Einlass vorne in dem Seitenteil. Wir machen aber nur ein bisschen breiter. Lustigerweise gibt es das nur mit Carbon-Einlass. Da hast du wieder mal keine Wahl. So, Heckspoiler. Nee. Guck mal hier. Guck mal, Mr. Clean. Ich sag es euch. Das wird hier. Das ist aber auch geil. Das ist auch gut. Dieser Indent ist irgendwie ein bisschen weird. Nee, ich bin Mr. Clean. Mr. Clean heute. Heute sind wir Mr. Clean. Das passt schon. Das ist ein Auto, wo mir das nicht mal wehtut, weil die Extremteile sind geil, aber nicht ganz so geil. Das ist gut. Die getönten Rückleuchten sind gut. Aber die japanischen Endrohre müssen schon sein, finde ich. Junge, der Diffusor ist sexy. Der ist echt schön. Das ist nicht clean, ne? Das ist zu viel. Nee, das ist nicht clean. Das passt zwar zum Seitenspeller, aber das war's halt auch. Nee. Das Problem ist halt, dass das ein bisschen lost aussieht, ne? Das sieht noch loster aus im Vergleich zum Schweller. Und 4 Endrohre finde ich auch ein bisschen viel. Nehmen das hier. Komm, wir nehmen das jetzt hier. Ist egal. Wir nehmen das jetzt hier. Schönen roten Innenraum. Heißt schöne rote Sitzfläche. In Alcantara. Wunderbar gekauft. Wunderschön. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob die Community hier noch eine geile Verzierung für die Dinger gebaut hat. Gucken wir mal. Das sieht sehr wild aus. Ist auf jeden Fall. Oh, Spoon. Ah. Aber ich will ja clean bauen. Spoon ist nicht clean. Nimm's mir nicht übel. Auto Fashion. Liberty Walk. Dieses Video besteht gar nicht aus Fahren. Ich tue nur einfach mir eine SX. Die ist auch geil, die Rennlevoie. Die ist schick. Das ist sehr clean. Das kommt auch böse. Alpha Tauri, ja. Takata. Aber wie gesagt, ich bin ja Mr. Clean heute.
Ich wiederhole das die ganze Zeit, dass euch das im Kopf bleibt, wie krass clean ich die Kiste heute gebaut habe. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Es war darauf, in Zukunft nicht mehr drauf rumreiten, wenn ich es mal nicht mache. So, that's it. Das ist einfach nur mein Mindset. Ich glaube, ich lasse ihn einfach rot. Ne, wir lassen ihn einfach rot. Wir machen aber ein bisschen Prestige dran. Rote Reifen. Wir machen es komplett übertrieben. In dem Moment, wo ich wieder die Grenzen nicht kenne. Bis dahin treiben wir es. Die finde ich ganz gut. Unterboden, roten Rauch, japanisches Nitro und rote Unterbeleuchtung. Perfekt. So, perfekt. So ist gut. Ja, gefällt mir. Super. Gut, dann können wir jetzt erst in das Event reingehen. Ey, 10 Minuten ins Video und kein Meter gefahren. Das gibt's auch bei keinem anderen Video. Es ist wirklich... Oh, manchmal lasse ich mir wirklich lächerlich viel Zeit für Scheiße. Das ist wirklich zum Kotzen. Aber hey, Autotuning ist wichtig. Man muss sich seine Zeit dabei lassen. Ah, deswegen NSX gegen NSX. Wir haben Dan im modernen NSX. Stimmt, den haben wir ja auch im Spiel. Ganz vergessen. Aber Dan wird jetzt geroastet, weil ich den Schwierigkeitsgrad auf 1 gestellt habe. Dementsprechend Dan nichts zu melden hat. Hallo, ich habe gesagt, kannst du mich mal aufhören abzudrängen, Mensch. Ich so, Dan hat nichts zu melden. Dan so, ja. Weiß ich nicht, ob ich nichts zu melden habe. Sieh mal, oh, ist schon gut. Ist schon. Ja, mit dem Breitbau ist vor allem geholt. Wie geil breit die Felgen rausstehen. Ist schon gut. Vor allem Breitbau in Karosserielinie ist immer geil, wenn du keine angehängten Sachen hast, sondern einfach die Kiste breiter gezogen hast. Das kommt so oder so gut. Das kommt so oder so gut. Ja, der S2000 hätte ich schon ganz gerne, bin ich ehrlich. Aber ich bin nicht ein grinding Motherfucker, der hier nur auf Punkte aus ist. Deswegen, dass die Top 10.000 immer nur die Sachen bekommen. Ja, ich weiß, es gibt immer noch viele, die es verfechten und sagen, ja, muss halt dich anstrengen, muss halt mehr, besser spielen. Ist doch einfach eine Belohnung für gute Spieler. Ja, ich fände halt cool, wenn die guten Spieler nicht halt exklusive Autos dann bekommen würden. Also irgendein anderen Stuff, aber so exklusive Autos sind ein bisschen doof. Weil ich bin halt so, ich will am liebsten alle Autos haben. So, bei Forza ist das kein Thema, du spielst halt deine Playlist für dich alleine und dann ist nice. Aber hier ist halt so, du bist scheiße, ja Pech gehabt, dann kriegst du die Karre halt nicht. Irgendwie ein bisschen doof. Weil ich will den haben. Boah, jei. Und da verstehe ich, dass natürlich Leute, die guten im Spiel sind, alles gut. Natürlich dann auch einen Anreiz dafür haben wollen und sagen, ja, aber ich will, wenn ich geilen Summit bin, auch was dafür bekommen. Legitim. Vollkommen Legend, alles gut. Aber ich bin halt kacke und ich habe nicht die Zeit dafür. That's it. Wenn ich überhaupt, ich glaube, wenn ich nur YouTuber, wenn ich nur The Crew Motorfest Streamer oder YouTuber wäre, also von The Crew an sich, dann hätte ich natürlich auch die Zeit und allem drum dran, weil mir fehlt jetzt zum Beispiel die Kohle, weil mir jetzt halt zwei Fahrzeuge fehlen. Ich habe den Type R nicht und ich habe das Motorrad nicht. Und die werde ich jetzt auch so zeitnah nicht zusammengespielt bekommen, außer ich spiele jetzt halt einige Grand Races, werde ich vielleicht über die Tage machen. Ich werde mal gucken. Schau mal. Dass ich mich da vielleicht noch übers Wochenende ein bisschen dran hocke und das versuche zu ergrinden. Und dann natürlich die offenen Events hier mache. Weil wieder an sich fehlt den Summit cool, weil er natürlich dann Abwechslung bietet, ein paar neue Rennen und so. Und natürlich auch ein großer, großer Vorteil, den er immer noch gegenüber die Playlist ist. Ich nutze meine eigenen fucking Fahrzeuge. Das finde ich immer noch ganz nice, weil ich bin natürlich ein großer Fan von Fahrzeugebesitzen und von Fahrzeugmodifikationen. Und ja, das ist natürlich eine Sache, die in den Playlists überhaupt nicht abgefeiert wird. Und dementsprechend sehe ich mich natürlich ein bisschen im Summit ein bisschen mehr represented, wenn man es mal so sagen darf. Und wenn ich sehe, dass Leute natürlich auch Feintuning und so bei den Spielen nutzen. Bro, ich kann es verstehen. Die Autos werden doch nicht teilweise besser. Ich weiß. Aber ich bin schon bei Spielen wie Forza und Gran Turismo, habe ich schon keinen Bock, mich überhaupt mit so einem Feintuning-Menü auseinanderzusetzen. Und wenn ich dann bei einem Arcade Racer ankomme, so, ja, da muss ich ein bisschen den Schuss einstellen, dann machst du noch ein bisschen die Brake Balance noch hin und dann, ja, da rein da sind das diese 120.000 Punkte. Ja, weiß ich nicht. Also. Mir wird das Spiel ja auch vollkommen fein sein ohne Feintuning. Jetzt möchte ich aber nur mal so reinfärben. Ich wäre auch vollkommen fein mit, ohne Feintuning. Versteht ihr? Fein ohne Feintuning. Das ist der Gag daran. Ich werde natürlich arschig die Punkte bekommen. Das war aber auch nicht gut gefahren. Wenn ich jetzt wenn die Punkte bekomme, vollkommen legit. Ah, 94.000. Legit. Ja, über 100.000 wäre gut, aber wie gesagt, da waren ein paar Fahrfehler hinter mir. Wenn ich die weglassen würde, wäre es auf jeden Fall machbar, glaube ich. Oh, hier kann ich einfach nur Honda fahren. Na gut, dann fahren wir das zweite NSX-Event noch. Honda gegen Ferrari. Weil letztendlich ist es ja ein Ferrari. Das ist ja das Geile am NSX. Wenn du die Logos abmachen willst, das Ding willst du irgendwann in die Seitenstraße stellen, in Rot.
und Leute fragen, die vorbeigehen, was für ein Auto das ist. Ich sag dir, wie es ist, drei Viertel der Leute würden, also Minimum drei Viertel der Leute vermutlich, wenn nicht sogar mehr, würden sagen, es ist ein Ferrari. Weil der Wagen hat natürlich diese Aura und diese Silhouette. Und wenigsten kennen eben den Honda NSX. Weil der Wagen, klar, den gab es auch auf deutschen Marken so Kram, aber der ist nie so groß gewesen, der Wagen hier und bei uns in Europa, zumindest hier in Deutschland auf jeden Fall. Und eine echte Ferrari erkennen die meisten Leute. Anscheinend aber auch dann ein Fake-Ferrari kennen auch anscheinend viele Leute. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, die meisten Leute würden es erkennen, dass Ferrari ein Honda ist. Wäre aber mein Eltern nicht aus, wenn ich den zeigen würde. Guck mal, was ist das hier? Was für eine Marke würdest du denken? Ich vermute, dass sowas wie Ferrari hat, als es fallen würde. Gut, vor allem, wenn man den rot macht. Ich glaube, wenn man den gelb macht, könnte vielleicht auch der Name Lamborghini noch fallen. Das ist, glaube ich, noch so ein Farbding dann noch, welche Grundfarben man dem Wagen gibt, um so ein bisschen zu beeinflussen, was die Leute denken, was es sein könnte. Ich vermute, dass das auch noch einen kleinen Einfluss drauf haben könnte. Wagen fährt sich aber auch nice und sieht aber auch schön aus, ne? Muss man auch sagen, ist auch ein schönes KZ. Ist auch eine dieser japanischen Ikonen mitunter. Die Preise drücken auf jeden Fall auch genau diese Richtung aus. NSX sind unfassbar teuer geworden, also wirklich, also ich glaube, wir reden noch nicht R34 GTR Niveau, obwohl schon doch von manchen, aber ich glaube, wir sind auch schon bei 100k, im 100k Bereich oder so, oder vertue ich mich gerade? Ich meine, irgendwie so in dem Bereich müssten wir beim NSX mittlerweile auch schon sein, also je nach Version, es gibt ja noch arsch viele Versionen davon. Wir haben jetzt hier die erste Generation, dann gibt es schon die zweite mit den ohne Klappscheinwerfer und NSX-R, NSX-R GT, bla bla bla, also da gibt es ja noch einige Abwandlungen, umso mehr spezifischer, umso teurer wird es nur noch natürlich, umso seltener es ist, natürlich legitim. Weil dann kickt der Seltenheitswert mit rein. Aber ich finde, der Wagen sticht halt von seinem Konzept halt insane raus im Vergleich zu den anderen. Wir haben Skyline, wir haben RX-7, wir haben Evo und einen Subaru. Und dann hast du diesen Mittelmotor-Sportwagen mit Heckantrieb und allem drum und dran, der halt wirklich schon aussieht wie ein Ferrari an sich von den Designzügen und nicht halt eine Limousine ist wie alle anderen oder auf Basis einer Limousine stattfindet. Die R34 ist zumindest noch ein Coupé dann geworden, aber meistens ja alles Basis einer Limousine. Und der Wagen hat ja keine Basis gewissermaßen. Der NSX ist ein NSX. Okay, beim RX-7 auch nicht. Der RX-7 zählt da auch nicht raus. RX-7 und Supra fallen da raus. Die haben nämlich auch, sind auch einfach das, was sie sind. Aber der R34 GTR hat beispielsweise ein Skyline. Dann Subaru WXSD. Der Impreza ganz normal die Basis. Und beim Evo natürlich auch der Lancer. Und die drei sind natürlich die Basisversion. Sind so, meh. Beim Skyline ist normaler Skyline noch cool. Normaler Lancer ist, normaler Impreza aus. Meh. Die sind halt nice to have, aber sind natürlich jetzt nichts Krasses. So, die haben nicht meist viel Leistung, die haben meist kein insanes Bodykit und. Ne, die stechen halt nicht so raus. Das sind halt so Allerweltsautos gewissermaßen. Einfach ein Auto für A nach B fahren. NSX wurde nicht konzipiert, um damit morgens um 8 Brötchen holen zu fahren beim Bäcker. Kann man damit höchstens auch, aber ist jetzt nicht das Mindset von 100 bei der Entwicklung gewesen, vermute ich mal. Da saß man nicht so, Leute, wir brauchen Sportwagen, wofür? Also, denk mal, wenn der Udo, wenn er sitzt und denkt so, Leute, ich hole jetzt Brötchen. Mit welchem Auto wird der wohl dahin fahren wollen? Klar, es muss ein Mittelmotor-Sportwagen sein. Da fährt man doch nicht mit seinem Golf hin. Leute, es geht zum Brötchen holen. Da ist die ganze Stadt. Man möchte Eindruck erwecken. Das ist gewissermaßen stimmt. Ich muss sagen, die meisten Leute würden es sehen. Also ich glaube, es wäre nicht mal so ein schlechtes Brötchenholfahrzeug. Wenn man natürlich 2-3 Orte weiterfährt, ein bisschen daran denkt, dass man den Wagen vielleicht warm und kalt fahren muss und nicht zum Bäcker die Straße runterfährt. Das wäre vielleicht ein bisschen uncool. Das war gar nicht mehr so ein schlechter Lauf. Ich würde mir jetzt auf jeden Fall auch wieder über 90.000 Punkte geben. Und ich wette, ich habe mich wieder verschätzt. Warten wir ab. Komm, wie sehr habe ich mich verschätzt? Komm! Mittlerweile habe ich ein Gefühl. Ach krass, der Ferrari-Fahrer hier ist sogar Enzo. Ich verstehe den Gag. Vanguard Midnight heißt es eigentlich Event sogar. What the fuck? Die Namen sind alle cool. Conjure Thriller, Honda GT2. Was haben wir denn? Wir haben den und den seinen S2000, den wir noch vom Anfang haben. Können wir den ein bisschen pimpen? Haben wir. Ja, wenn ich den Partei. Oh Gott. Ja, das Problem ist, ich habe halt einfach alle Teile verballert. Wir brauchen Getriebe, wir brauchen Aufhängen und Reifen. Getriebe, Aufhängen und Reifen. Sorry, eine 6. Getriebe. Aufhängung. Reifen. So. Kriegst die Sachen nachher wieder, mein Gott, das sind aber gestretchte Reifen, Mutter Maria. Fahren wir mal wieder unser Anfangsauto, schon lange nicht mehr gefahren. Das war das Auto, was wir als erstes gewählt haben. Siegfried Motorfest ist auch eins der Autos, wo dein Starterauto nicht irrelevanter sein könnte. Das ist wirklich krass. Also man denkt schon, Forza ist schon bescheuert mit seinen Starter aus. Hier sind drei geile Fahrzeuge. Und dann kommt Siegfried Motorfest, such dir eins der drei Fahrzeuge aus.
Wofür ist es gedacht? Naja, damit kannst du zu den Playlisten fahren. That's it. Das Ding hat überhaupt keine Bewandtnis. Ah, vor uns das Auto, was man gewinnen kann, den S2000 in der Special Edition. Ich weiß nicht, ob ich schon andere... wir haben keine andere Special Edition, dann hätte ich ja noch eine S2000 zur Auswahl gehabt. Aber ja, hier ist die Special Edition. Wie ich wohl gelesen habe, wohl schon eine Weile in den Spieldateien rumfliegt. Nicht in dem von Motorfest, sondern allgemein den von Virtual 2, aber... Weil man muss ja auch sagen, Motorfest war ja, bis zu Hawaii war ja anscheinend, wie gesagt, sehr, sehr lange Zeit, wenn die Leaks richtig liegen, ja, als DLC geplant. Ist dann halt ein bisschen größer geworden und dann war es halt irgendwann ein bisschen Quatsch für den DLC und dann wurde es halt ein eigenes Spiel. Was ich auch okay fein mit bin, weil es wäre als DLC schon, boah, Nase juckt, wäre das schon eine krasse Nummer gewesen. Ich bin mal sehr gespannt, was bei den europäischen Wochen so erwartet, weil, wie gesagt, die japanischen sind ja jetzt hier nach dem Summit auf jeden Fall nächste Woche Mittwoch abgeschlossen. Wir gehen nach Europa und da in die Battles rein. Da bin ich dann auch gespannt, was wir da so alles so erwartet, vor allem auch Belohnungen und so Kram. Ich habe jetzt auch bei den Legenden-Dingen, beim Legenden-Status ja auch das Auto, Bonusauto nicht bekommen, ist ja dieser eine Evo. Ja, wäre ganz nice zu helfen gewesen, aber wie gesagt, ich habe momentan einfach gar nicht die Zeit, ein Spiel alleine zu grinden. Ich bin halt lieber auf mehreren Spielen am Spielen. Ich spiele gerne Forza Motorsport, ich spiele ein bisschen Hot Wheels, ich spiele ein bisschen Need for Speed da, ein bisschen Forza hier, also, ne, ich tanze lieber auf 20 Partys gleichzeitig, als mich auf eine Party zu konzentrieren, wenn ihr wisst, wie ich meine. Und dadurch fehlt mir natürlich ein bisschen die Time. Nächste Woche geht's dann auch noch mit WRC los, also ihr merkt, wir sind jetzt gerade wieder im Zeitpunkt des Jahres, wo komplett reinkegelt, wo es so richtig reinkickt mit Content. Aber ich will mich nicht beschweren, wir hatten schon jahrelang nicht mehr so viele Rennspiele auf einem Haufen. Das muss man wirklich sagen. Also so viele Releases auf einmal habe ich lange nicht mehr im Kopf gehabt, dass so viel gekommen ist. Und durchweg habe ich eigentlich mit allen Spaß, das ist das Krasse. Also keiner, wo ich jetzt sage, das fuckt mich übelst ab oder ich kann es nicht spielen. Sondern ich habe eigentlich mit allen durchweg echt mein Spaß. Muss ich wirklich... einfach sehr, sehr krass sagen. Und mit Crew Motorfest habe ich meinen Arcade Racer. Weil wie gesagt, Need for Speed wird ja dieses Jahr, denke ich mal, dann jetzt sehr ruhig sein. Ne, da macht man jetzt die Speedpass durch und dann ist da ja Feierabend. Und da wird da ja nicht mehr viel passieren dieses Jahr, leider Gottes, weil letztes Update ist ja gekommen. Also für dieses Jahr, mal gucken. Dementsprechend hoffe ich sehr, dass Crew Motorfest noch delivert. Bin sehr gespannt. Vor allem, sobald wir die Europäer ja abgeschlossen haben, in 4 Wochen dann, ist ja auch die erste richtige Season rum. Ja, dann haben wir die erste Main-Season rum. Ich weiß nicht, war die zweite schon Hoonigan? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es dann schon mit Hoonigan losgeht. Aber wir haben ja dann, das, wie gesagt, wir haben ja drei Themen gehabt. Amerika, Japan, Europa. Und danach geht es ja dann schon mit der nächsten richtigen Season los. Also da gibt es ja den ersten, sagen wir mal, richtig krassen Umschwung. Wo dann auch, glaube ich, neue Story mit rein, also neue Playlists mit reinkommen und so Kram. Also da wird es dann einmal nochmal, da gibt es einen richtigen Content-Drop. Da bin ich sehr gespannt drauf. Bin ich sehr gespannt, was da so erwarten wird. Mal abwarten. So, das ist einfach auch ganz schön. Sieht aber auch gut aus, ne? Mal sagen, habe ich schon schick getuned. Eigenlob, wo Eigenlob verdient ist, ne? Ja, durchweg über 90.000 Punkte. Wie gesagt, da ist noch Luft nach oben, aber... ich komme mit der Luft ganz gut klar. Mit der kann ich ganz gut atmen. So, letztes Rennen für in dieser Folge. Wie gesagt, die anderen beiden muss ich halt dann offscreen machen, weil da kommen wir leider nicht rein. Wir haben auch schon mal den XP-Bonus, haben wir zumindest schon mal bekommen. Das ist doch auch ganz nice to have. 1 GT2 mit Motorrad. Was haben wir denn da? Gut, meine Honda Neo, wo ich gerade das Fahrwerk rausgeschmissen habe. Ah, wunderbar, wir haben eins bekommen. Guck mal. Es ist ja perfekt. Wir haben gerade ein Steuergerät bekommen. Ist ja wirklich, als hätte ich es nicht, ich hätte es ja nicht besser machen können. Sehr gut, okay. Honda, Motorradrennen, here we go. Gut ist das Motorrad. Wann habe ich es geholt? Für irgendeine Sache haben wir schon bekommen gehabt. Oder haben wir es geschenkt bekommen? Ich weiß gar nicht. Ach, kein Plan. Gegen ein anderes Motorrad? Ah, ne, gegen Honda Civic KW. Ja, ich finde auch gut, dass der Gegner Teil dieses Rennens ist und sich entschieden hat, zwar teilzunehmen, aber eher stiller Teilnehmer zu sein. Länger nicht mehr auf dem Motorrad gewesen hier im Spiel, nur wieder ein bisschen reinkommen, erstmal wieder in die Fahrphysik. Mit der ich ja recht durchweg happy bin ich ehrlich. Gibt Schlimmeres. Also, es gibt auch bessere, aber. Ne. Ich gehe jetzt einfach mal einen schlimmeren Fall aus. Ja,
ein bisschen cutten kann man. Ich sollte nicht so viel machen, weil wir merken gerade im Acker. Dann lasse ich ein bisschen liegen. Wenn ich Pech habe, lasse ich mich da liegen. Alter Motorradfahrer, Gecko. Emma White. Auch sonst bin ich der Lustige der Party, okay? Schön hier durch, smooth, wunderbar, guck mal hier. Wunder, och, alt, ja, genau. Hm, ein schöner Instant-Stop. Finde ich immer gut. Instant-Stop nebenbei auf dem Motorrad immer eine 10 von 10 Lösung. Das ist auch, geht auch immer gut. Einfach instant im Motorrad stehen, also wenn das Motorrad instant stehen bleibt, ist das für den Motorradfahrer immer gut. Da kann nichts passieren. Weil man ist ja physikalisch an das Motorrad gekettet. Wo soll man hin? Man ist ja Teil des Motorrads. Wo dann auch mal so kleine Verbesserungssachen sind für die Schuhe. Manchmal die Kollisionsabfrage in manchen Momenten. Aber das liegt, glaube ich, mit eher ein bisschen an der Engine drunter. So sehr die Fahrphysik überarbeitet worden ist, natürlich immer noch dieselbe Engine drunter und ja. Aber ich habe es noch nicht gehabt, dass ich quer über die Welt katapultiert worden bin. Ich hat hier diese lustigen Videos, wo du irgendwo gegenfährst und der Wagen halt einfach komplett mit Kasacha in. Kasacho? Kasala und Karacho. Kasacho. Quer über die ganze Map geschallert wird. Also wirklich, knallst irgendwo gegen und siehst wirklich nur diese Crash-Animation, wie der Wagen boom, komplett wegschießt. Das gab's im zweiten Teil manchmal auch noch. Jetzt hier im Motorfest habe ich es noch nicht erlebt. In anderen beiden Teilen habe ich es auch mal hinbekommen, quer über die Map zu fliegen. Schön, das ist gewissermaßen eine Schnellreiseartenfunktion. Aber naja. Na, ja, komm rum. Ja, das wird jetzt eh kein guter Lauf, ne? Der Instant-Stop hat natürlich ein bisschen an unserem Punkt genagt, möchte ich vermeiden. Also, das wird nicht unbedingt hilfreich gewesen sein, um jetzt hier im Punktetableau richtig zu rasieren. Ja, rasiere ich mich. Oder diese Mauer, die habe ich auch wunderbar rasiert, muss ich auch fairerweise sagen. Denn die habe ich wirklich gegen den Strich, also, die weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Ist jetzt eine Mauer oder ein Graben? Keine Ahnung, sie ist nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Machst du nix. Schön hier Vollgas. Und hier kannst du, glaube ich, mit einer Abstimmung auf Speed mit dem Setup aber ganz schön was draußen, weil wir sind echt, also bremst zwar hier und da mal an, aber an sich sind wir hier schon sehr viel Vollgas an der Küste hier lang schallern. Wow, scheiße Wiese, komm. Ein Checkpoint noch. Und ich bin auf dem Motorrad grundsätzlich aber nicht schnell. Das muss man leider auch erwähnen. Da ist Potenzial nach oben. Luft vor allem. Viel Luft. Mit der Luft bin ich auch nicht zufrieden. Bin ich ehrlich. Da hätte ich gern mehr von. War weniger. Ja, gewissermaßen. Ja, wir haben eine Aufgabe. 29.000 Punkte. Meine Fresse, Alter. Das ist wie eine Teilnehmung. Okay, nur bei einem Bundesjugend spielen. Schön, dass du dabei warst, aber war es halt scheiße. Danke, Bro. Ja, die anderen werde ich auf jeden Fall noch abschließen. Wir haben aber gerade irgendwas abgeschlossen. Zumindest bei den Bike-Sachen haben wir hier. Wo haben wir denn? Irgendwo haben wir da Belohnung erhalten. Was haben wir denn bekommen? Vollführe einen Burnout beim Rennen und gewinne. Das ist der Unfall gewesen, ne? Der Unfall hat das Burnout. Ja, wir sind ja nach dem Unfall haben wir einen Burnout gezogen. Ja, danke. Es war vollkommen Absicht, verständlich. Gott sei Dank wurde das mal appreciated. Alter, was zum Fick. Na gut, wir haben noch ein bisschen was laufen. Ich kümmere mich da noch ein bisschen drum. Wir gucken mal, wo wir am Ende abschneiden. Wir schauen mal. Und danach geht's nächste Folge. Denke ich auf jeden Fall erstmal mit der Lamborghini-Story weiter. Die haben wir nämlich auch immer noch offen. Und da muss ich auch endlich mal rein. Und wenn dir das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen oben da. Würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann und tschö, tschö. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost for stepping.